Auf einer Skala von 1 bis 10, wie unprofessionell fandet ihr die letzte Folge? Also ich würde so eine solide 11 geben. Es tut mir leid. Also das ist der Wahnsinn. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch an wegen dem Inhalt, aber nicht wegen der Aufnahme an sich. Ich habe eine Lampe vergessen anzumachen. Da oben gab es permanent Greenscreen-Probleme, weil ich die Fenster offen hatte. Ich hatte eine Aufnahmeeinstellung drin, die ich meinte, es sei eine Stufe höher, es waren aber 10 Stufen höher. Ja, war auch nicht so gut. Dementsprechend sollte jetzt wieder alles normal sein. Beziehungsweise nicht normal, es sollte ein bisschen besser aussehen als sonst. Aber es sollte nicht mehr brennen, genau. Wir haben hier den Todbringer. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, genau, wir gehen erstmal ins Inventar. Beziehungsweise wir haben auch einen Fertigkeitspunkt. Einen, ja, okay, da müssen wir sparen. So, dann Modifications. So, alles was schlecht ist, hier mal raus. Tschüss. Tschüss. 6% Eis, 5%. 10 Verderbnis. Also hier ist 13, also 10 Verderbnis raus. Eisschutz. Das kann raus. Ja. Nehmen wir den Todbringer nochmal, nehmen das hier mit. Gucken gerade, was für Modifications wir denn da drauf machen können. Herstellung, Waffen modifizieren. Auf unseren allseits beliebten Standardbogen kommt auf jeden Fall. Ja, komm. Machen wir doch gerade das drauf. Was haben wir hier drauf? Ich will gerne wissen, was das ist. Plus 41. 60% Handhabung. Ich bin damit zufrieden. Ja, das benutze ich nicht. Weiß ich mal, wo es das hier gibt. Aber ich mache da mal 60% Handhabung drauf. Was auch immer das ist. Hier gibt es zum Beispiel gar nichts für. Okay. Inventar im Allgemeinen, wir haben... Was ist das? Dieses seltene Maschinen kann nur von großen Maschinen erbeutet werden und ist bei Händlern sehr begehrt. Das freut mich, muss ich sagen. Ich mag es ja, wenn so Sachen sehr begehrt sind. Okay, wir haben 10.000 verschiedene Quests. Ja, ich finde eigentlich die Hauptquest immer ganz gut. Ah, wir könnten mal Reisende, aber wir sind bis jetzt noch nicht einmal so geritten. Dementsprechend weiß ich, ob sich das lohnt. Und das hier kostet halt alles mindestens 2. Hier unten 3. Dementsprechend würde ich darauf noch etwas sammeln und warten. Genau, hier gab es das letzte Mal einen ultra, ultra epischen Kampf. Bin der Meinung, beziehungsweise wir, also Aloy auch, dass sie dieses Dings da wieder beleben wollen. Und zwar heißt der Titan, das haben wir auch in der letzten Folge erfahren. Der ist aber offline, also ich kann ihn auch nicht scannen. Genau, wenn der lebt, dann ist nicht gut. Weil irgendwie, irgendwas war da mit irgendeinem Krieg und ich habe keine Ahnung. Und wir sind hier eben das letzte Mal fast gestorben. Also ihr seht schon, wir waren volle Heilung. Dreimal konnten wir uns heilen, also dreimal volle Heilbalken. Und ja, Heiltränke haben wir auch 2, 3 benutzt. Nun gut. Dann habe ich einfach mal die Story-Schwierigkeit auf, also die Schwierigkeit auf Story gestellt, damit es uns nicht ganz so schwer geht, ja. Wenn es zu einfach sein sollte, kann ich das immer noch ändern. Aber ich will hier nicht die ganze Zeit irgendwie strugglen oder so. Wenn ich das Spiel selber spiele, spiele ich das natürlich auf schwer oder auf einer Mittel oder so. Aber halt einfach fürs Let's Play lohnt sich das nicht, weil wenn ich die ganze Zeit sterbe, habt ihr nichts davon, hab ich nichts davon. Ihr seht nicht, wie es weitergeht. Ich reg mich die ganze Zeit nur auf. Und wenn ich das privat spiele, kann ich Spiele viel länger spielen. Also ich bin jetzt seit... Ich habe jetzt insgesamt schon 4 Stunden Dark Souls 3 gespielt und hänge immer noch an den ersten 5 Minuten am ersten Boss. Und komme da legit nicht weiter. Und trotzdem macht mir das Game Spaß. Okay, hier ist wieder so ein Sensorscanner. Wir gucken uns trotzdem mal um. Was ist denn das? Einfach nur eine Vorratskiste. Ja, da gucken wir doch mal rein. Bei Heiltränke. Oh mein Gott, hat sich das gelohnt. Ja, da gibt es wieder ein Holo-Programm. Dann zeig uns das doch mal an, bitte. Was gibt's denn hier? Oh, Menschen. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Ja. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott. Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die
Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hätten irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. War's das? Okay. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Keine Ahnung, was eine Raketenbasis ist. Vielleicht nenne ich mein Haustier so. Gut, ich weiß nicht, wie die Situation war, ja? Aber wie kommen denn diese Dudes auf diese wunderbar tollen Ideen? Das interessiert mich. Das ist eine Cutscene. Das ist nicht so gut. Cutscenes sind nicht toll. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Ich hasse die Zukunft, okay. Leute, ganz und ehrlich. Ich bin froh, im Hier und Jetzt leben zu können. Ein Netzwerk-Crash. Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Das ist nicht so einfach. Es braucht Zeit, die Details herauszufinden. Und was soll ich machen? Abwarten? Ja. Du hast bestimmt noch andere Dinge zu tun. Ich melde mich. Warte. Silence? Noch andere Dinge zu tun. Tja, Val und Suna brauchen noch Hilfe gegen die Eclipse. Dann gehe ich nach Teufelsleid. Bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Und wie komme ich jetzt hier runter? Komplett einmal durch die ganze Welt bis hier runterlaufen. Kein Problem. Oh, das wird eine irre Fahrt.
übertreibt ein bisschen. So, aufhören so rumzuschrauben, oh mein. Das Ding hat keine Hitbox. Jetzt auf einmal schon. Nicht dein Ernst. Ach komm, also das ist doch... Halt dich doch an diesem Metallgestänge fest, Mann. Hier ganz oben. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, yo, wie viel Schaden das gemacht hat. Als ob. Ey, du fällst in Schnee. Ja. Okay, ich bin... Nein. Ich habe null Heilung, ja? Ich habe noch nicht mal Ahnung, wie man gegen die kämpft. Wie muss ich denn überhaupt? Ich muss also einfach... Oh. Ich dachte schon, mich hätte einer gesehen. Hier könnte ich mich verstecken. Okay, der hat mich gesehen. Die Maschine ist schnell. Okay, ich glaube, ich wurde entdeckt. Okay. Also wenn ich das überlebe, will ich einen Preis haben. Einfach straight up durchrennen. Never funktioniert das. Wie konnte er mich treffen? Okay, die sehen mich. Die suchen mich. Das hat jetzt aber nicht for real funktioniert. Also, falls wir irgendwann mal Probleme haben sollten. Jo, wie viel Distanz wir einfach überbrückt haben, nur durch das Rennen. War das so viel? Ah, doch nicht. Gegen eine stabile Heilung hätte ich gar nichts einzuwenden. Ich hätte nicht gedacht, dass Rennen wirklich so eine gute Option ist. Weil wir sind da jetzt einfach easy durchgekommen. Okay, das macht das Game schon arg einfach. Ich bin mir sicher, das liegt nicht nur am Easy-Modus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach ist, so, wenn man so durchrennt. Okay, was kann man hier hinten machen?
Der See ist zugefroren. Ja, heißt jetzt aber nicht, dass du da drüber rennen sollst. Ihr seht mich alle einfach nicht. Meine Position ist aufgeflogen. Ja, habe ich gemerkt. Dann nimm das noch mit. Nein, 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 nein. Was ist er eigentlich für einer? Nicht schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder wo ich hin muss. Ah, da lang. Okay. Keine Zeit, irgendwas zu looten. Sneaken. Also, wir kommen sehr gut durch. Was ist das? Also, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wir können hier einfach straight up durchrennen, ohne dass uns was passiert. Wir sollten vielleicht nicht überall durchrennen. Er kann mich gar nicht gesehen haben, ich bin hinter einem Baum. Ja, er hat mich gesehen. Aber anscheinend sei Wegrennen ja ultra eine gute Methode. Ich könnte euch das eigentlich alles zusammenschneiden. Würde keinen Unterschied machen. Boah, wie das laggt. Es tut mir leid, Leute. Bin ich schon wieder entkommen? Ja, so ziemlich. Fänd's mal cool, wenn die Heilung rumliegen würde. Hallo? Oh. Ja, das ist doch alles egal, Mann. Ich muss doch einfach nur noch hier durchrennen. Das Spiel hatte mal Anspruch, als ich noch glaubte, dass Gegner mich töten könnten. Okay. Ja. Das sind jetzt so die ersten 17 Minuten. Die Hälfte ist circa rum. Also 40 mache ich heute nicht. Aber jetzt können wir mal über wichtige Themen reden. Ich weiß. Da zum Beispiel renne ich jetzt nicht durch. Was sind das? Feuerbrüllrücken. Ey, die sind eindeutig neu. Genau. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, aber heute ist der 12.2. Ich glaube, das habe ich heute schon fünfmal nachgeguckt. Am 25. kommt Elden Ring raus. Ich werde das, okay, ich werde das nicht let's playen. Aber es kommt einfach raus, ja. Horizon Zero Dawn kommt auch raus. Ich hab Elden Ring habe ich vorbestellt. Keine Frage. Ich werde das nicht streamen, weil ich bin mir sicher, wenn das so schwer ist und keinen einfachmachernden Modus hat. Also, ich rede nicht von einem Easy Mode. Ich rede einfach von einem einfachmachen Modus, dass der Gegner vielleicht etwas weniger Schaden macht. Muss jetzt nicht unbedingt ein Easy Mode sein, ja. Könnte das Game ziemlich anspruchsvoll sein. Und dazu ein Let's Play ist halt so. Ich spiele 2 Stunden und ihr habt dann 5 Minuten Gameplay, was ihr euch angucken könnt. Den Rest der Zeit struggle ich am ersten Gegner. Dementsprechend wird das leider nicht möglich sein. Was ist denn mit meiner Webcam los? Ist das normal? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt die Nintendo Direct gesehen. Da wisst ihr sicherlich, dass Portal für die Switch rauskommt. Finde ich ganz cool. Es kommen auch diese Mario Kart 8 Strecken. Das
Ich weiß nicht, ob das jetzt gute Menschen sind oder nicht. Er ist down. Hä? Ist das normal? Sind wir so ultimativ stark? Wir haben die gerade alle ge-one-shottet, gell? Noch als ich sagte, der Easy Mode sei langweilig. Ja. Jo. Ein Glück, dass ich nicht weitergerannt bin. Ich wäre sowas von in die reingeraten und das wäre tot gewesen. Wie sag's euch, solche Gegner? Mit denen trinkt man nicht mal eben den Kaffee. Nee, da kommt ihr nicht mehr lebend raus bei sowas, ey. Die zeigen euch ihren Keller und das war's dann mit euch. Oh, bist du? Du siehst aus wie Heilung. Okay. Ich habe sogar etwas Schaden genommen, okay? So ganz bisschen. Naja, aber wenn es die wenn es halt das Gameplay einfach macht, nehme ich das auf jeden Fall, wenn es wirklich was bringt. Wenn es nicht zu einfach wird. Ein bisschen Challenge will ich schon haben. Where do I have to go? Da lang. Wildschwein! Wie bei Asterix und Obelix, nur ein bisschen realistischer. Da ist das wieder so eine Pflanze. Ah ne, man nennt es Stein. Das ist so ein Gegenstand, der besteht aus Gestein. Und manche Leute finden es toll, sowas zu sammeln, zum Beispiel vor allen Dingen Kinder. Das nehme ich für unterwegs mit. Das Mikrofon ein bisschen zu hoch. Das Problem ist, wenn ich mit euch rede, rede ich nicht direkt ins Mikrofon. Dementsprechend, wenn ich mit euch rede und in die Kamera gucke, muss ich immer ein Stück lauter reden, als wie normalerweise. Okay, scheint, als wären wir noch nie gewesen. Bin ich gut, dann mal nach 100... Nach 2 Stunden und 30 Minuten zu speichern. 150 Minuten, dankeschön. Bin doch auf dem Rücken, genau. Die sterben instant, wenn ich sie da treffe. Hey, for real jetzt? Das macht das Game ja viel zu einfach. Hey, was ist das denn? Er hat mich gestartet. Oder? Nee. Du da. Ich werde tun, was ich... Hä, hey, aber das macht ja das Game viel zu einfach. Wenn die an ihrem wunden Punkt einfach unbesiegbar sind. Nicht unbesiegbar. Instant Kill sind. Was macht er denn? Er rennt einfach weg. Erst mich anvisieren und dann wegrennen. Ja, fühle ich. Was bist du denn für einer hier? Ich meinte, was warst du für einer? Ah, ein Plünderer. Ein Normie-Gegner halt. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Okay, ich. Ist gut, Leute. Genug Spaß für heute. Okay. Ey, das ist aber auch echt traurig, dass das Spiel, also wirklich das Game so einfach macht.
Aber immerhin, das gibt gute Erfahrungspunkte. Ah, zwei Schüsse ist es im normalen Modus. Naja, es sind immerhin zwei, ja. Ein echter Glückshund. Echt? Ist das sowas Wertvolles? Wirklich? Ich weiß es nicht. Yo, ey, für mich sind die Linsen alle gleich, außer die von den großen Gegnern. Da kann ich mir vorstellen, dass sie mehr wert sind. Aber jetzt bei so Gegnern, die du schon von Anfang an im Spiel hast, dachte ich nicht, dass das jetzt irgendwie eine besondere Leistung wäre oder so. Was ist denn mit ihm los? Hä? Ich weiß nicht, ob die böse sind oder gut. Na, laufen wir mal hin. Das Heilige Land ist mein Zuhause. Es tut mir leid. Und die haben jetzt nichts für mich. Ich habe denen geholfen, aber ich krieg dafür nichts Besonderes. Gut, also ist auch ein bisschen fies, was zu erwarten, aber Du bist gut ausgestattet. Wo hast du diese Ausrüstung her? Ich erinnere mich an dich, als du noch ein Kind warst. Nö, ich kann die nicht verletzen. Okay, dann rennen wir natürlich direkt mal weiter. Nehmen hier aber noch die Heilung mit. Für mich. Okay, es war nur eine Feuerbrennwurzel. Ist auch okay, habe ich nichts gegen. Ja. Wir sind gleich in unserem Ziel. Und ich muss schon sagen, es ging relativ schnell. Und vor allen Dingen war das auch spaßig, muss ich sagen. Da Easy Mode und so. Ein eher aufmerksamer Kollege. Aber ich bin am Lagerfeuer. Und es freut mich, dass ich hier speichern kann. Ich liebe es. Ah, wir gehen mal weiter. Wir gehen nämlich zu einem Schlachtfeld und da würde ich gerne mit Heilung hin. Ich weiß auch nicht warum, aber findet ihr, dass man bei einem Schlachtfeld vorbereitet sein sollte? Eins noch hier. Ah, okay. Ich bin längst weg. Ein Hase. Ah, wir sind wieder hier. Hier geht's nach Mutterberg. Hier ist der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Diese Verwüstung. Okay, da hat jemand einen Burger gegessen und mit seinem Ketchup nicht aufgepasst. Nimm mal das Holz mit. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Wer läuft hier rum? Ich würde mal sagen, erstmal hier. Vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Was für ein Anblick. Es ist wie, sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Ja, aber warum? Ich habe keinen Weg, oder? Okay. Ja, man muss das ja immer vorher ausprobieren. Krieger! Hey, warte mal! Was ist mit ihm los? Einen wunderschönen guten Tag! Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Ich weiß es nicht. Du bist verletzt. Was ist passiert?
Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Hat Sona die Mörder gefunden? Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Okay, und was war das für ein Hinterhalt? Beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Und wo ist Sona jetzt? Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem... Die ganzen Sachen haben schon sehr spezielle Namen, muss ich sagen. Teufelsdurst. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Joa, dann würde ich mal sagen, laufen wir noch ein Stückchen. Ich dachte gerade, was ist das? Oh, das ist ein Bogen. Den kann ich nicht mitnehmen. Schade. Tag. Ich weiß, wo wir sind. Ich habe keine Munition mehr. Super. Ich weiß, wo wir sind. Und zwar hier sind diese Ruinen mit den Langhälsen. Tja, ich durchsuche den jetzt. Ihr habt ihn erledigt. Joho. Es ist schön, eine Sucherin in passender Aufmachung zu sehen. Als Nora. Die Urmutter wird uns leiten. Ich weiß es. Genau, und hier sind immer diese Langhälse rumgelaufen. Oh ja, das ist schön hier. So. Aber Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe gesagt, heute gibt es eine nicht so lange Folge. 32 Minuten sind voll okay. Ich hoffe, euch hat das ganze Fest heute gefallen. Es war sehr schön. Wenn euch das auch gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Wir sehen uns safe beim nächsten Mal wieder dann. Bis dann und ciao, Leute.